Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem ganz neuen Vlog von mir. Wir fahren mit dem Auto nach Bosnien und nach Kroatien. Und erst fahren wir halt nach Bosnien, weil dort unsere Familie ist. Und meine Mutter und Benjamin sind halt dahin geflogen, damit sie ein bisschen länger schon bei der Familie sind. Weil mein Vater nicht so lange Urlaub hatte. Und deswegen kommen wir die jetzt abholen, bleiben so circa 2 Tage in Bosnien und fahren von da aus nach Kroatien. Und ich würde sagen, viel Spaß bei dem Video und los geht's. Pschuh. Leute, ich habe mir gerade eine GoPro gekauft, damit wir heftige Aufnahmen machen können, weil ich habe schon einiges geplant, sowas wie Paragliding und sowas wäre heftig. Und deswegen habe ich mir gedacht, auf jeden Fall, da muss eine Actioncam hin. Ja Leute, wir sind jetzt angekommen. Hier ist noch mein Onkel Hadde wieder, wer ihn aus den letzten Vlogs kennt. Und Leute, so sieht unser Ferienhaus aus ungefähr, wie die alle hier auch. Einfach so ein Häuschen am Strand. Mit so einem kleinen Balkon, richtig gechillt, Mann. Und da, Leute, da ist das Meer. Es ist gerade wie 7 Uhr morgens und er hat gar nicht geschlafen, er hat durchgemacht. Und wir wollen jetzt einfach ins kalte Wasser reingehen, die Männer. Leute, später fahren wir Jetski und das wird auf jeden Fall richtig nice. Ich werde richtig übertreiben. Gute Stunde Jetski fahren. Und da wird auch mit der GoPro gefilmt. Schön, Benjamin. Was macht er hier? Er fährt mit seinem kleinen Auto hier rum. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Was machst du da, Benji? Ey, wir schauen rein. Oh. Die schnellsten Blinden der Welt. Ja, Mann, Alter, das Wasser ist heftig, Mann. Da geht's. Leute, das sieht einfach so geil aus, ne? Ey, Mann, ey. Leute, wir haben uns gerade bei Jetski-Fahren angemeldet und müssen erst eine Stunde warten. Und deswegen haben wir uns beschlossen, jetzt auf diese Ringe zu fahren. Also ich und Hadde fahren diese Ringe und dieses Boot halt zieht. Und jetzt die GoPro ist jetzt hier. Und ja, Mann, sieht heftig geil, Mann. Stay in the sun where I find. I know it's hard sometimes. Pieces of peace in the sun's peace of mind. I know it's hard sometimes. Yeah, I think about the end just way too much. But it's fun to fantasize on my enemies who wouldn't wish who I was. Have a list of people that we would take. A bullet for them, a bullet for you, a bullet for everybody in this room. But they don't seem to see many bullets coming through. See many bullets coming through. Metaphorically, I'm the man. But literally, I don't know what I do. I'd live for you, and that's hard to do. Even harder to say when you know it's not true. Even harder to write when you know that tonight there were people back home and try talking to you, but then you ignore them still. All these questions, they're falling like, who would you live for? Who would you die for? And would you ever kill? I'm born, so I'm taking my time.
Leute, wir sind jetzt wieder zu Hause. Das war richtig nice, hat richtig Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Auf jeden Fall, Leute, die Tage waren richtig gechillt hier. Wir haben einfach gechillt, ne? Einfach gechillt. Yep. Einfach gar nichts getan. That's the lifestyle we're living, man. Ich habe einfach zwei Fans getroffen hier. Einfach auf mich zugekommen. Super cool, Jungs. Bist du nicht Superman, Dennis? Ja, Digga. Wahrscheinlich im Urlaub, oder? Alter, hätte ich nicht gedacht. Ey, gebt euch die Wellen, Mann. Guckt euch das an. Ja, Mann. Ich habe jetzt vor lange kein Video rausgebracht. Auf jeden Fall sorry dafür, würde ich mal sagen. Auf jeden Fall, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns noch. Yeah. Leute, gebt euch mal Benjamins Mückenstiche. Gebt euch das einfach. Also, eins, wie viel hast du? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Jetzt. Na, Benjamin. Jetzt. Neun. Er wurde einfach zerstochen, Alter. Ja, Leute, ich würde mal sagen, das war's mit dem Kroatien-Urlaub. Wir fahren morgen nach Hause. Und hoffen wir eine richtig gechillte Zeit. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ja, hoffst du auch? Ja. Es hat uns hier auf jeden Fall richtig Spaß gemacht. Wir gehen gerade hier das letzte Mal zum Strand. Einmal noch dahin, kurz nach baden und danach chillen nur noch. Und viele Leute haben mich gefragt, wer mein Banner gemacht hat, wer mein Outro gemacht hat. Und Leute, der Designer heißt der Pader. Ich werde ihn euch auch in der Beschreibung verlinken, da könnt ihr ihn abchecken. Und ja, ich würde sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.